Hallo, guten Tag, Herr Hubschrauber. Ja. Ich bin Nancy Koch. Mhm. Ich melde mich, weil Sie haben versucht, einen Online-Handelskonto zu aktivieren. Mhm. Ja, es geht um Bitcoin. Ja. Also, haben Sie Erfahrung bis jetzt? Nee. Nee? Nee. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Wahnsinnsvideo. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Blitzbirne am Telefon, die, naja, auch wieder nicht so schnell begreift, dass sie eigentlich nur veräppelt wird. Auch ein zweites Telefonat ist heute wieder mit am Start, was auch nicht besser verläuft. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen neuen beiden Telefonaten. Also, wir haben zwei Möglichkeiten zum Handeln. Automatisch mit einem Roboter oder mit einem Broker. Wenn Sie haben nicht so viel Zeit, ich empfehle Sie die erste Möglichkeit mit einem Roboter oder mit einem Broker. Mit einem Broker ist es sicher. Sie bekommen also von der Broker Signale, wann ist der beste mögliche Zeit zum Handeln. Also, was haben Sie dabei? Denn? Haben Sie PC oder Smartphone? Ach so. Ja. Habe ich. Bitte? Das ist vorhanden in meinem Repertoire. Ich höre Sie sehr schlecht. Du kannst noch bitte? Ich sagte, das ist vorhanden in meinem Sortiment. Ja, ja. Damit ich kann Ihnen helfen, das Konto zu aktivieren. Oh, das klingt aber gut. Also? Mhm, ja. Haben Sie Smartphone dabei? Natürlich. Bitte? Natürlich. Also, ja. Öffnen Sie bitte auf Play Store. Mhm, ja, das habe ich getan. Ein Desk-Programm. Was für ein Ding? Bitte? Was? Anydesk. Anydesk, was ist das? Es ist ein Programm, ja. Damit kann ich Ihnen leichter begleiten, um das Konto zu aktivieren. Oh, das klingt aber schmutzig. Ich mag Warum? Das. Mhm. Also, Herr, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Also, sind Sie YouTuber, oder? Nein. Und Sie? Was arbeiten Sie? Was ich arbeite? Ja. Ich arbeite in der Küche. Der Küche? Okay. Ja. Also, benutzen Sie WhatsApp unter dieser Telefonnummer. Eine was? Eine Wasserpumpe? Ja. Nee. Nee. Nein, nein. Also, hier habe ich Ihre Mailadresse. Ich schicke Ihnen einen Link. Oder Sie können auf Google öffnen. Okay. Damit bin ich einverstanden. Also, öffnen Sie bitte auf Google. Ja. www. www. Ja. Ja. Gardarian. Was? Gardarian. G. Ja. U. A. Ja. R? Ja. Und nun? Bitte? Und nun? Gardarian, also G-U-A-R-D-A-R-I-A-N. Ja. Und dann? Also, haben Sie geöffnet? Ja. Was sehen Sie vor? Die Google-Suchergebnisse. Hallo? Ja. Was sehen Sie vorher? Die Google-Suchergebnisse. Also, Gardarian, haben Sie geöffnet? Gardarian, ja. Habe ich auf Google eingegeben und nun habe ich die Google-Suchergebnisse.
Also hier haben wir auf jeden Fall wieder eine Betrügerin dran. Die weiß ich nicht, was sie genauso von uns will. Denn, naja, irgendwie dreht sich das Gespräch ja schon wieder von vornherein nur in der Mülltonne. Aber ich glaube nicht, dass sie hier irgendwas an uns verdienen wird. Aber das ist halt auch einfach immer wieder die Masche der Betrüger. So lange wie möglich am Telefon bleiben, vielleicht zahlt der Kunde ja doch ein. Natürlich gibt es auch viele Betrüger, die ziemlich schnell dahinter kommen und dann einfach auflegen. Aber ihr habt ja hier selbst in dem Gespräch schon gehört. Sie hatte nun schon die Vermutung, dass sie, ja, wie immer auf YouTube landen wird. Aber irgendwie, hängt sie immer noch zu sehr an der Idee, dass man hier wohl Geld verdienen kann. Und dass sie hier ein dummes Betrugsopfer gefunden hat, das sie leicht ausrauben kann. Ja, dass dem nicht so ist, das wird sie auf jeden Fall noch merken. Aber dramatisch ist es schon, wie lange die hier am Telefon bleiben, um irgendwie an euer Geld ranzukommen. Ich hoffe, dass euch sowas nicht passiert. Und solltet ihr von solchen Leuten angerufen werden, dann legt am besten einfach ganz schnell auf, denn, naja, ihr seht ja, wie lange die eigentlich sich an der Telefonleitung festbeißen und immer noch die Hoffnung haben, irgendwie an Daten und an euer Geld zu kommen. Also, öffnen Sie Gardarian.com. Es ist ein Blau-Programm. Oder was haben Sie nicht Geiger gesagt? Gardarian. Was ist das? Diese Seite ist mir nicht bekannt. Was ist das für eine Seite? Also, GUARDARIAN.com. GU. Wieso GU? Ohne GU, mit kleiner U. Was? U wie Ulrich. Ja. Haben Sie geöffnet jetzt? Ich habe Gardarian. Ja. Ja. Und nun? Haben Sie es geöffnet? Ja. Und was sehen Sie vor? Einen hässlichen Mann. Bitte? Einen hässlichen Mann mit schlecht ausgeschnittenen Haaren. Sie sind sehr komisch. Okay. Okay, Herr, möchten Sie treten, oder? Was möchte ich? Treten! Aktivieren Ihr Konto! Ja. Also. Haben Sie geöffnet? Ja. Der Seite. Ich sehe jetzt hier diesen hässlichen Mann, der so eklig grinst. Mit der Warze am Kinn. Und der Brille. Und die Haare sind ganz schlecht ausgeschnitten. Im Hintergrund befinden sich bunte Vierecke und leicht transparente Punkte. Und der Hintergrund hat die Farbe blau bis lila. Oben steht Kontakt. Also es ist ein blaues Programm. An der rechten Seite gibt es hier die Betrag. Wie viel wollten Sie investieren? Weiß ich nicht. Hier ist ein hässlicher Mann auf der Seite. Okay, ja. Ciao. Bin ich nicht auf der richtigen Seite gelandet? Tja, und da hat die nette Tante dann wohl aufgelegt. Tja, ich stelle mir da die Frage, ob sie selbst begriffen hat oder ob ihr Chef mittlerweile abgewunken hat. Denn sie hat ja eine ganze Zeit lang nichts mehr gesagt am Telefon und, naja, das Spielchen so laufen lassen. Sie hat mich ja auch immer wieder gefragt, was auf der Webseite zu sehen ist. Und das habe ich ihr natürlich dann auch beschrieben. So wie sie das eben haben wollte. Tja, oder eben auch nicht. Irgendwann ist ihr dann wohl aufgefallen, dass sie hier bei uns definitiv kein Geld mehr verdienen wird. Ich hoffe, ihr teilt die Videos mit allen euren Freunden, damit niemand in eurem Umfeld auf sowas reinfällt. Auch nicht aus Versehen, denn es gibt hiervon auch eine professionellere Variante, die nicht so stumpf am Telefon klingt und, naja, die Leute auch ein kleines bisschen wissen, was sie da eigentlich erzählen. Denn das sind dann eher die Betrüger, die die großen Fische an Land ziehen und die großen Summen platt machen. Tja, dass man hier nichts gewinnen kann bei diesen Unternehmen, ich denke, das sollte selbsterklärend sein. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Für altes Brot? Steinfeger, richtig? Herr Steinfeger? Ja, Sean Steinfeger. Grüße Sie. Mhm. Hier ist eine Goldman am Apparat, Finanzberater bei Bitcoin Billionär, wo Sie auch eine Anmeldung gemacht haben. Ja.
Genau, ich wollte Sie bei der Aktivierung weiterhelfen. Ich sehe, dass Sie nicht weitergekommen sind. Ich wollte Sie fragen, wo Sie Probleme getroffen haben oder haben Sie Fragen noch, wie das Ganze funktioniert. Hören Sie mich? Ja. Genau. Sie sind nicht weitergekommen, oder? Wo denn? Bei der Anwendung, bei Bitcoin Millionär. Ach so, ja, da ging nicht weiter. Seite kaputt. Bitte? War die Seite kaputt? Was war denn kaputt? Die Seite, die ging nicht. Ich höre Sie kaum. Können Sie etwas deutlicher reden, bitte? Dem Seite, der war kaputt. Genau, und wir können zusammen auch Deaktivierung machen. Dann. Okay, toll. Was heißt denn toll? Ja, mach mal. Ja, sind Sie interessiert? Möchten Sie das Konto aktivieren? Ich habe keine Zeit, dass Sie spielen. Toll und so weiter. Wieso? Was machen Sie denn da? Bitte? Was denn? Was denn? Denken Sie, dass Sie Witze hier machen oder was? Wieso? Hören Sie mich lachen? Ich rufe Sie an von einem Unternehmen, du Idiot, du verfickter Hurensohn. Was haben Sie denn für Komplexe? Und du versuchst auch Spiele zu machen. Ja. Stimmt irgendwas mit Ihnen nicht? Tja, und das Witzige an der Geschichte ist, das Gespräch ist noch eine ganze Weile nicht zu Ende und der ist hier noch am Telefon eine Weile. Und so einer will von euch Geld, der von, naja, fast Anfang an eigentlich schon von alleine beleidigend wird, ohne dass man was großartig dazu getan hat. Im Grunde genommen habe ich ja nur seine Fragen beantwortet und alleine das hat dazu schon gereicht, um irgendwie das fast zum Übersprudeln zu bringen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile alle Angst vor uns haben und immer schon irgendwie so die Vermutung mitschwimmt, dass ja, der Anruf ein Scambaiter sein könnte. Also jemand wie ich, ne? Also der die Leute hier nicht vernünftig arbeiten lässt. Tja, in letzter Zeit vermuten die ziemlich oft, ziemlich häufig und ziemlich früh, dass sie, naja, nicht ganz seriös am Telefon mit mir sprechen können. Aber das Komische ist, sie verplempern jedes Mal selber noch jede Menge von ihrer Zeit. Nee, stimmt mit Ihnen irgendwas nicht. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Ich rede doch Deutsch und ja. Sie müssen auch Deutsch reden. Ja, ich rede ja Deutsch, besser als du. Genau, nicht frech. Ich bin ja nicht frech. Genau. So, ja. Wieso haben Sie die Anmeldung gemacht? Weiß ich nicht, aber ich glaube, bei Ihnen muss ich nichts investieren, wenn Sie mich beleidigen. Natürlich müssen Sie nicht investieren. Wieso? Wozu brauchen wir solche Säcke hier bei uns? Tja, so ist das halt als Betrüger. Ja, bei dem Betrüger. Sie sind ein Vollidiot. Ja, und Sie sind ein Betrüger. Okay, ich bin ein Betrüger. Ich verdiene Geld. Du bist dumm. Und du bleibst dumm und du stirbst auch dumm. Ja? Ja. Das ist aber schön. Das ist aber schön, ja? Ja. Immerhin verliere ich mein Geld nicht bei Betrügern. Was? Immerhin verliere ich kein Geld bei Betrügern. Genau, du solltest auch nicht... Sie sind ohne Ziele im Leben. Hast ja? du Zähne im Mund? Weil du hörst dich so an, als hättest du keine Zähne in deinem Gebiss. Nein, nicht Zähne, ohne Ziele. Ziele. Ja, aber das hört sich genau. so an, als hättest ohne du keine Ziele. Zähne im Mund. Hast du dein Gebiss vergessen, bevor du zur Arbeit gefahren bist? Du nuschelst. Was habe ich vergessen? Dein Gebiss. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich ja gesagt. Hast du vergessen. Wer bist du denn? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass du gar nicht mal vernünftig Deutsch sprechen kannst. Ist doch scheißegal. Du verstehst mich doch, oder? Nee. Nein? Nein. Was verstehst du denn nicht? Ja, warum du zum Beispiel die Leute betrügst. Ich betrüge doch nicht die Leute. Doch. Nein. Doch. Gib mir einen Beweis, dass ich die Leute betrüge. Naja, so wie du redest. Ich meine, deine Wörter sind ja schmutzig. Wahrscheinlich so wie der Rest von dir. Du bist als Person schmutzig. Und ja. dein Mund ist auch sehr schmutzig. Und du bist eine schmutzige Person. Auf deinen Mund. Ja. Du verfickter Hund. Ja, du bist ganz schön schmutzig. Ich rede, du hast eine Anmeldung gemacht, oder? Nein. Wie nein? Wer hat die Daten und deine Telefonnummer hier eingegeben? Dein schmutziger Chef hat die geklaut, die Daten. Nein, dein schmutziger Chef. Ja, dein Chef ist eine Lady. Nur dein Mund ist so schmutzig. Ja, und du lässt dich von einer Lady rumkommandieren. Dein Chef trägt bestimmt Hackenschuhe. Ich kann mir vorstellen, hast du gerade ein Kleid an? Hast du gerade ein Kleid an? Sie sind
Sie sind dreckig oder ja. Du bist dreckig. So okay. Sehe ich dich, Sie. Also ja. Sie, als ob Aha. Sie ein... Schön. Hast du gerade ein Kleid an? Was habe ich? Ich habe hab hier auch ein Holz, den ich auf deinen Arsch reinstecken kann. Hast du Lippenstift dran? Genau, auch Lippenstift ja. Habe ich auch an. Ja, das glaube ich dir sofort. Und dein Chef, der trägt Kackenschuhe. Oh. Ja, dein Chef steht auf Kleider, oder? Auf jeden Fall, Witze können Sie nicht machen. Ja. Auf jeden Fall. Oh. Ich weiß nicht, wer Ihnen gesagt hat, dass Sie Witze Prima. Erzählen können, aber Super. Du ja. Kannst keine Witze erzählen. Okay. Mensch, du kannst aber keine toll. Witze erzählen. Du bist aber armselig. Ja, geh am besten wichsen da bei dir, aber auf dein Zimmer. Ja. Das kannst du ja. Das kann nur okay. Etwas kannst du ja wichsen. Okay. Nur wichsen. Kannst du ja auf dein Zimmer. Das nicht ist aber mehr. Schön, dass du mir das nicht mehr. Mitgeteilt hast. Weil du hast noch nie auch eine Freundin gehabt. Okay. So wie du redest, ja. Findest du auch keine, weil du ja so hässlich bist. Ja? Und du bleibst immer hässlich. Vielleicht habe ich das ja von dir geerbt. Bitte? Vielleicht habe ich das ja von dir geerbt. Was hast du von mir geerbt? Ja, das hässliche Gesicht. Das hässliche Gesicht? Ja, ist von dir. Kann sein. Schau, ja. ich bin ja doch ein Betrüger. Ich betrüge ja. Hier die Leute, ja. Betrüger sind schmutzig. Vor, wie viele Geld ich verdiene. Ja. Als ob ich Leute betrüge. Ja, machst du doch gerade. Ja, es ist ja. Eine Ausnahme jetzt. Ja. Weil du ja so fresh warst und mir ja. Scheißegal dieses Job. Ja. Verstehst du? Okay. Auch wenn ich morgen weggehe. Du klingst aber so, trotzdem. Du klingst so, als wäre dein Schlüpfer ganz schön eng. Ja, dein Arsch ist eng. Ja, das weiß ich. Dein Arsch. Ja. Dein Arsch. Ja. Solltest du ein Holz mitnehmen und genau du da bist ja süß. Dein Arsch. Du bist ja süß. Schnuckelchen. Ja, wie eine kleine Honigbiene. Wow. Ja. Wow. Ja, eine kleine Honigbiene. Was kannst du außer Wichsen auf dein Zimmer? Was weiß kannst ich nicht. Du außer Wichsen? Keine Ahnung. Hast du schon mal, hat dir jemand auf deinen Mund gespritzt oder so? Kann sein. Hat Ahnung, bestimmt, ja. Weil du bist ein dreckiger Schwuler. Ja, okay. Ja, hört sich so an. Aber du auch. Ich doch nicht schwul. Doch. Nein. Doch, die perversen Dinge, die du mir erzählst, das kann ja nur von so einem kommen. Also musst du ja auch drauf stehen, sonst würdest du ja gar nicht auf die Idee kommen. Ich glaube, du hast bestimmt einen Freund. Zieht dein Mann auch Kleider an? Und Lippenstift? Ja? Sitzt du manchmal unter dem Schreibtisch von deinem Chef? Ja, genau. Ja, das glaube ich. Das heißt, du warst doch schon mal unter dem Tisch von deinem Chef, oder? Mhm. Genau so, du träumst doch so, ne? Ja, habe ich alles von dir gelernt. Du bist selber dumm. Ja. Du bist so dumm, dass du dich vorstellen kannst. Ja. Du denkst, dass du Sachen sagst, die machen Sinn, aber die machen keinen ja. Sinn, das, was die. Gib mir schmutzige Tiernamen. Böser Schmetterling. Böser Schmetterling. Ja? Genau, auf deinen Arsch, genau. Ja. Auf deinen Arsch, auf deinen schmutzigen Arsch. Oh, schön. Ja. Ja. Genau. Toll. Hast du ein Auto? Ja. Komm deine Mutter abholen, die ist bei mir. Ja? Ja. Das ist aber nett, dass du auf meine Mutti aufgepasst hast. Komm. Ja. Oh, jetzt bist du böse, aber... Nö. Jetzt bist du sauer, ist ne? Ist doch schön. So, wie alt bist du denn? Ich? Habe ich vergessen. Hast du vergessen. Das musst du doch wissen, Papa. Wie ist dein Name? Steht doch da bei dir in deinem komischen Computergerät. Echt? Ja. Seit wann? Ja. Seit wann? Mhm. Honigbiene. Seit wann sind Sie so schwul geworden? Honigbiene. Ich glaube, das ist wieder eins von den Gesprächen, wo ich nicht erklären muss, dass das hier ein Betrüger ist. Aber ich wiederhole gern, das hier ist jemand, der von euch Geld haben möchte und, angeblich von irgendeiner seriösen Tradingbank anruft.
Gruselig. Wer möchte, drückt gern noch den Daumen nach oben. Ihr findet hier auch noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf diesem Kanal. Eins kann ich versprechen, viel seriöser werden die Gespräche nicht. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.